Hey, was geht, meine Freunde? Hier ist euer Swishy und wir sprechen heute über die Battlefield 2042 Settings, die ich habe, die ich ausprobiert habe und nun an euch weitergebe. Ihr habt euch das ja wirklich gewünscht, das waren einige Kommentare. Also sprechen wir heute über meine Settings im Battlefield 2042. Alles weiter natürlich wie immer im Video bei deinem Swishy. Lass jetzt an der Stelle ein Abo da und aktiviere die Glocke, um keine Battlefield 2042 Videos mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. So, Freunde, da sind wir in Battlefield 2042. Wir schauen uns direkt mal meine Settings an. Ich habe viel durchprobiert, ich spiele schon länger Battlefield, auch nicht nur 2042, auch schon vergangene Teile. Und es ist ziemlich ähnlich, aber auch vieles Neues dazu gekommen, was ich einstelle. Wir beginnen erstmal unter Allgemein. Den Farbenblindmodus habe ich natürlich aus. Für Leute, die farbenblind sind, macht das natürlich sehr, sehr viel Sinn, das Ganze auch anzuschalten. Deshalb hier natürlich immer individuell. Wichtig für alle ist erstmal Bewegungsunschärfe auf 0. Ganz, ganz dringend, nervt einfach nur und stört auch eher das Gameplay, anstatt es irgendwas bringt. Handbewegung habe ich auch aus, dass es sich eben nicht mitbewegt, deswegen auch hier eine klare Empfehlung. Und das Wichtigste, Kamerawackeln. Kamerawackeln ist ein FPS-Shooter-Ding, für den Realismus ist es gut, aber es ist spielerisch scheiße. Heißt, wenn ihr sagt, okay, ich will jetzt realistisch spielen und will, dass wenn eine Explosion ausgelöst wird, dass meine Kamera auch wackelt, wie quasi das auch in Real Life wäre, dass eben man selber mit der Waffe wackelt oder was auch immer oder zurückgestoßen wird, dann macht das natürlich Sinn. Aber wir wollen natürlich gut spielen können, deswegen machen wir es aus. Fadenkreuzprojektion haben wir auch aus. Das Ganze ist ein bisschen, ja, das Fadenkreuz bleibt eben statisch auf der Mitte und bewegt sich eben nicht mit. Battlefield selber schreibt aber auch, dass das Ganze eben diese Bewegungskrankheit auslösen kann. Deswegen müsst ihr hier ein bisschen damit rumfummeln und austesten und machen und tun, weil es eben hier diese Übelkeit auslösen kann. Ich habe das selber auch leicht, aber bei mir tut es das nicht. So, das habe ich leider selber noch nicht aus. Controller-Vibration muss ausgeschaltet sein. Ich habe gestern einmal ohne gespielt. Es ist ein Traum, wenn die Vibration aus ist, weil man veraimt halt nicht, wenn eben man gerade beim Schießen halt gerade alles vibriert und man wegzielt. Der Grafik, beziehungsweise mit der Anzeige eben. Sichtfeld habe ich hier auf 72. Höher als 75 würde ich nicht gehen und auch nicht unter 70. Ihr müsst euch das so vorstellen, angenommen mal, wir stellen jetzt unser Sichtfeld auf 50, dann ist alles aus der Distanz sehr nah dran. Ihr werdet mit einem Sichtfeld auf 50 vermutlich Gegner in der Ferne besser sehen, aber es ist nah auch wieder ein Problem, weil ihr halt eben nicht diesen Überblick habt. Deswegen 72 bis 74 ist so das Ding, ich spiele auf 72, ist für mich das Beste. Und bei der Fahrzeug-Third-Person-Sichtfeld machen wir 88. Wir wollen möglichst viel vom Schlachtfeld sehen und macht deswegen generell sehr viel Sinn. ADS-Sichtfeld ist ein bisschen was für den Zoom. Macht teilweise Sinn, teilweise auch nicht Sinn. Hier würde ich es ausprobieren, ich spiele mit ein. Aber man kann das Ganze auch eben auslassen, ist eben ein bisschen Geschmackssache. Das müsst ihr ein bisschen selber für euch rausfinden. Helligkeit lassen wir so, haben wir eben schon kalibriert, bevor wir das Spiel gestartet haben. Auch hier wieder hatten wir eben schon Bewegungsunschärfe auf 0. Chromatische Aberrationen auf aus, Filmkörnung auf aus, Vignette auf aus und Linsenbrechung auch auf aus. Das wird alles ausgemacht, weil es eben eher das Gameplay stört als besser macht. Dann haben wir einmal das HUD allgemein. Wir lassen uns natürlich das HUD anzeigen und machen die HUD-Bewegung aus, habe ich eben schon gesagt. Kamera wackeln aus, den Soldatenkompass immer aktiv. Das ist eigentlich fast schon Standard. Hier machen wir eigentlich nichts Großartiges. Jetzt eine sehr, sehr wichtige Einstellung, nämlich zum Thema Fadenkreuz. Und das könnt ihr hier ein bisschen individuell machen. So, Freunde, einmal die Fadenkreuz-Einstellung. Und hier muss man sagen, die Deckkraft bleibt bei 100. Die Fadenkreuz-Projektion, haben wir eben schon drüber gesprochen, macht auch bedingt halt Sinn, wie ich es eben schon gesagt habe. Das bleibt alles gleich, Standard hier bei Fadenkreuz-Stärke. Aber hier, viel wichtiger, die Fadenkreuz-Farbe. Hier kann ich nur empfehlen, ich habe es mit Grün getestet, aber ich finde, Lila ist die beste Farbe, weil es eben überall sichtbar ist. Wir sehen Schatten, Mitteltöne, Helligkeit. Grün war zum Beispiel bei Mitteltönen das Problem. Seht ihr auch, wenn die Bäume da sind, das ist einfach viel zu bunt. Gerade auf Orbital ist Grün, verwischt sich das sehr gerne eben mit dem Setting von der Map, mit der Wiese, mit den Bäumen. Deswegen ist Lila hier am besten. Lila geht für mich am besten. Ihr könnt auch Rot wählen, ihr könnt auch andere Farben wählen, aber es ist wichtig, dass sie sich sehr unterscheiden. Als Trefferfarbe habe ich Blau. Kann man aber auch nochmal komplett umswitchen. Das könnte man zum Beispiel auf Grün switchen. Dann haben wir Kopftrefferfarbe Rot, weil ich möchte, dass eben das aufblinkt und ich sofort sehe, hey, das war gerade ein Headshot, Rot, sofort, alles klar. So ist es. Dann haben wir als Killfarbe eben Gelb bzw. Orange.
und ist natürlich auch nochmal eine große Unterscheidung. Wie ihr das Ganze macht mit den Farben, ist komplett eure Sache. Ich empfehle nur wirklich 4 Farben zu nehmen, die sich stark unterscheiden, beziehungsweise bei der Trefferfarbe beim Fadenkreuz habe ich gar nicht so krasse Unterschiede. Es funktioniert aber trotzdem. Bei der Minimap verändere ich original gar nichts. Das bleibt alles, wie es ist. Nichts verändert. Und zu unserer letzten Einstellung kommen wir gleich zu den Controllern. Beim Sound ist bei mir alles gleich. Ich kann nur hier empfehlen, die Musik ein bisschen runterzuschrauben, aber ich mag Musik sehr gerne im Battlefield. Also kann man auch machen, wie man will. Ist halt eher so ein individuelles Ding, wer jetzt sagt, okay, also gameplay-technisch, wenn ihr Schritte hören wollt und so, macht die Musik aus. Kommen wir als nächstes zum Controller. Und hier muss man sagen, das sind jetzt alles Konsoleneinstellungen. Für den PC gibt es mit Sicherheit andere YouTuber bzw. Streamer, die das Ganze für die Steuerung ein bisschen besser erklären. Aber hier auf jeden Fall erstmal die Controller-Settings bei mir. Die anderen Settings könnt ihr auch am PC übernehmen. So, wir gucken einmal. Ich habe hier nichts geändert. Das Einzige, was ich ändere, ist eben alternativer. Das mache ich in allen Spielen, dass man eben auf B bzw. Kreis eben messert bzw. schlägt und auf dem Stick sich eben hinlegt bzw. duckt. Hier mit den ganzen Todzonen, allem drum und dran, da muss man wirklich so viel mit rumspielen und machen und tun. Das sind jetzt meine Settings hier mit 18 auf dem linken Stick und 16 auf der axialen Todzone. Das sind alles so ein bisschen so Sachen, das kann man auf PlayStation, Xbox ein bisschen individuell einstellen. Das kommt auch ein bisschen auf den Spielertyp an. Ich kann aber sogar empfehlen, hier einfach wieder den Standard zu machen, weil es ist einfach gar nicht mal schlecht, wie es eingestellt ist. Wichtig ist hier einfach nur die Controller-Vibrationen aus und dann habt ihr gar keine Probleme. Wie gesagt, ihr könnt ein bisschen damit rumfummeln. Ich habe schon gesagt, was halt eben der Vorteil ist. Aber diese Todzonen und so, das ist wirklich eher ein richtiges E-Sports-Ding, finde ich persönlich. Für das normale Gameplay braucht da gar nicht so viel verändert werden. Ja, Freunde, so viel zu den Settings in Battlefield 2042. Meine Settings, wie gesagt, die sind nicht in Stein gemeißelt. Ihr könnt dadurch auch noch was verändern oder weiß ich nicht was machen, wie ihr wollt. Müsst ein bisschen individuell auf euch anpassen, aber die Settings sind wirklich ganz gut. Ich habe sie ausprobiert und sie funktionieren auf jeden Fall auch. Wir sehen uns auf jeden Fall natürlich morgen wieder zum Stream. Video kommt ja heute um 20 Uhr online. Wir sehen uns, haut rein, euer Swishy.